Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge eurer Custom Level in Super Mario Flash 2. Heute ein Level von Valentin Svets. Und er war war so nett und ja, sich so gewandt. Hat er das Level von Kaizo Mario remaked, aber ich kann mich nicht erinnern, dass hier noch so Spitzen waren. Also ich glaube, ich weiß, was der will. Der will das Status von mir. Was will er denn von mir? Ist es sein Ernst gerade? Ah ja, weil es vielleicht so nicht möglich ist oder keine Ahnung. Was? Mir ist eh klar, ich schaffe das Level nicht, weil ich nicht so ein krankes Hirn bin. Verdammt. Und es auch eigentlich keinen Bock habe, über so eine so böse Kacke zu spielen. Warum trifft mich das denn? Ich habe mal Kaizo Mario aufgenommen, das war ganz, ganz früher. Wäre einer meiner ersten Projekte geworden. Aber da ist einfach so unglaublich, das war Kaizo Mario 3. Da ist einfach so unglaublich scheiße fand, habe ich dann den Hack, The Legend Continues Let's Play, der um einiges einfacher war. Einer meiner ersten Let's Plays, könnt ihr in der Playlist finden und steht auch bei dem, verdammt, bei dem Google-Dokument unter abgeschlossene Projekte. Ist auch irgendwie logisch. The Legend Continues. Ich kann mich daran erinnern, das war eigentlich ein ziemlich. Was ist das? Ein ziemlich nicer Hack. Hat mir damals ziemlich gut gefallen. Okay. Willkommen in Kaizo Mario. Ja, super. Da freue ich mich ja, wenn ich so ein Spiel spielen darf. Oder schaffe ich doch einfach auch. Was? Der springt so? Nein. Aber ich brauche die Kugelwillis gar nicht. Heißt, ich komme so hoch. Okay. Weiß ich das schon mal. Ich weiß, ich hätte die Challenge Kaizo Mario, das erste Level von Kaizo Mario 1, ohne Save States und Checkpoints zu schaffen. Und dann habe ich Slowdowns benutzt, damit es irgendwie halbwegs interessant fand. Ich kam dann auch relativ weit. Aber waren halt Slowdowns, ne? Ah, das ist auch nicht so geil. Ich muss ein bisschen später springen. Ich muss ein bisschen später springen, ansonsten klappt das nicht. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Boah, aber so. Solche Level sind doch kacke. Was will der denn? Was will der denn? Wenigstens kann ich mich ja noch so ein bisschen an das Level erinnern, wie es so geht. Und es war scheiße. Das weiß ich noch. Generell Kaizo Mario war immer scheiße. Also. 3 hat mir, fand ich ja noch so halbwegs gut, so geil vom Level-Design her. Da hat er damals eher auf das Design geachtet, der Entwickler, und nicht auf die Schwierigkeit. Und deshalb war dann Kaizo Mario 3 für mich doch ein guter Hack. Aber ich habe ihn nicht gespielt, weil er mich trotzdem aufgeregt hat. Das ist halt Kaizo Mario, ne? Die anderen beiden Teile habe ich nicht so intensiv gespielt wie Kaizo Mario 3 damals. Aber ich habe ich Kaizo Mario 1 mal durchgespielt. Ich glaube, ich habe keine der Kaizo-Teile durchgespielt, aber ich habe mal so ein bisschen Kaizo Mario 3 gespielt. So ein paar Level angezockt. Ja, auch geschafft dann. So 3, 4 Level von Kaizo Mario 3 habe ich eben gemacht. Joa. Game over. Super. So, jetzt drücke ich hier mit dem Laptop-Ding, damit ich direkt springen kann. Hat aber trotzdem nicht geklappt. Weil sonst muss ich da mit der linken Hand irgendwas machen und das geht dann extrem schief. Mario. Mann! Oh, da schon mal schön willkommen bei Kaizo Mario, aber habe ich so ein bisschen runtergedrückt und dann war alles kacke im Leben. So. Ja. Was? Wie kann man so sterben? Oh Mann, ich war schon bei dem Koopasee. Gibt's doch nicht. Würde ich den Kaizo Mario LP von Kaizo Mario feiern. Ich kann nicht sagen, es wird noch besser kommen. Spiel Lost Brain. Oh mein Gott. Aber habe ich ja schon oft gesagt und es ist in Planung. Ich habe auch schon ein bisschen aufgenommen. Lost Brain mit der Tastatur. Übrigens, also ich spiele das mit der Tastatur, aber trotzdem. Ich muss das abends aufnehmen, dann bin ich immer auf Droge. Also
so spätabends. Ich habe die Parts auch immer spätabends aufgenommen. Dann bin ich auf Droge und gehe mega ab. Ich meine, ich habe im Part schon viel immer geschafft. In allem, die ich bis jetzt aufgenommen habe. Ich habe gesagt, da waren vier. Nein. Nein. Du Scheißkind. Und die Stelle, die nach den Blöcken da kommen mit dem Mannschaft, ne, die hasse ich. Wie an. Da bin ich bei der Challenge immer abgekackt. Weil die Stelle, die danach kommen mit so einem hässlichen. Mit so einem hässlichen Apfel, ne? Ich weiß gerade nicht den Namen, wie hießen die immer? Keine Ahnung, mit so einem hässlichen Apfel darauf, auf den habe ich gar keine Lust. Na, ich werde das, glaube ich, eh lange nicht mehr spielen, weil es einfach uninteressant ist. Und ich möchte jetzt nicht ein total langweiliges Video raushauen. Aber ich komme ja ein bisschen. Was? So ein unnötiger Tod, ey. Ich komme ja ein bisschen. Bisschen weit. Ein bisschen schaffe ich ja schon. Mit der Kacke hier. Verdammt. Aber ich habe wieder oben Pilz, das ist so super. Ja. Ich komme mal. Ja, komm. Macht keinen Sinn. Ich gucke mir das mal im Editor an, wie das ein Remake ist. Ja, die Stelle. Ach, da hat er einen Koopa hingesetzt. Ja, weil das nicht geht. Gut, hier kommen Stachis. Wir waren eigentlich beim Bomben, es war ein bisschen tiefer. Das war ziemlich hässlich, die Stelle. Wie soll man das denn machen? Was? Hä? Ja, Valentins Wett schafft das bestimmt, aber ich doch. Was? Also, es ist so gut remaked, wie es geht. Ja, Saumscheißstelle. Ne, die war ein bisschen anders. Die war anders. Aber die würde doch in Flash funktionieren. Würde die in Flash funktionieren mit dem Chuck? Das weiß ich nicht. Wenn es so gebaut hat, glaube ich nicht. Ja. Ja, kann man insgesamt, glaube ich, als ein gut Remake das mittel bis gut, weil ein paar Stellen sind anders. Ja, es geht eigentlich vom Remake. Ist eigentlich ziemlich nice. Ich bedanke mich dann fürs Level. Ich wurde einmal angeschrieben, als ich Dennis Semke. Ich habe es oft gesagt, also Level, die ich nicht zu Ende spiele, dann gucke ich sie mir meist im Video an. Letzte Zeit. Und gebe dann keine Bewertung dafür, weil ich vom Spielengefühl halt nicht so weiß, wie es ist. Und sowas. Deshalb wollte ich das nur gesagt haben, Level, die ich nicht geschafft habe, bewerte ich meist nicht. Kann ja so eine Abschätzung machen. Ich glaube, das wäre so 88, 89, 90%. Ja, ich muss es ja erstmal so spielen. Ne? Es sieht ja vielleicht auch, es sieht immer komplett anders aus, als es dann beim Spielgefühl dahinter ist. Ich würde sagen, insgesamt cooles Level, cool remaked. Ich verlinke euch ja immer irgendwo. Okay, dieser Code war jetzt bei Google Plus. Ich verlinke euch trotzdem die Google Plus Seite, damit ihr das mal selber spielen könnt, wenn ihr Bock habt. Level Editors. Seit dem ersten Part immer in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Bauen und fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Custom Level. Ciao.